Ich merke, dass ich in das Alter gekommen bin, wo ich an Wochenenden einen entspannten Filmabend weitaus mehr schätze, als die Nacht durchzufeiern. Und zu einem guten Filmabend gehört nun mal ein geiler Snack. Also habe ich die Blätter von einem Blumenkohlkopf entfernt, die Blumenkohlröschen abgezogen und wenn sie zu groß waren, noch einmal halbiert. Und den Strunk auf jeden Fall mitverwenden. In einer Schüssel habe ich Mehl mit Maisstärke, Cayennepfeffer, Salz, Sprudelwasser und pflanzlicher Milch vermischt. Die Blumenkohlröschen wurden da reingetunkt, dann in heißes Frittieröl gegeben und beidseitig goldbraun frittiert. Achtet darauf, dass das Öl nicht zu heiß ist. Das Fett habe ich auf einem Küchentuch etwas abtropfen lassen. Über die Röschen habe ich eine Szechuan-Soße gegeben, die ich im nächsten Video mit euch teile. Hier gibt es aber keine Grenzen, ihr könnt auch sehr gerne euren Lieblingsdip verwenden. Die werden gut verrührt, sollten direkt verspeist werden und fertig ist unser veganes Wunder.